So, Kippi sitzt oder was? Kippi sitzt. Ich muss mich ein bisschen runterlehnen. Ein bisschen auf cool, Alter, ein bisschen runter. Ah, ich kann nicht mehr tiefer, oder? Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Du machst heute Intro. Du machst heute Intro. Willkommen, Leute, zu einem neuen Vlog mit den Dogs hier auf unserem Kanal. Boah, die Sonne blendet auf jeden Fall richtig. Das ist natürlich auch was Schönes. Dogs on the Road heute. Worum es bei diesem Roadtrip geht, werden wir noch nicht verraten, oder? Nicht? Nee, oder? Aber die Leute lesen ja bestimmt Titel. Titel wird ja uns trotzdem reinreichen. Ah, okay. Also, Leute, wir fahren jetzt an einen unbestimmten Ort. Ich weiß nicht, wie es das heißt, mit Corona dürfen wir sagen. Oder pass auf, erst einmal, genau. Du hast schon selber gesagt, Leute, wenn ihr das seht, hoffe ich, dass, wenn ihr alleine unterwegs seid, dass ihr auf euch aufpasst. Wenn ihr zu zweit unterwegs seid, macht ihr alles richtig in dem Sinne, weil ihr nicht drei sein dürft. Ne? Also Thema Kontaktsperre. Wie gesagt, passt auf euch auf. Wenn ihr wirklich rausgeht, meidet den Kontakt zu den Leuten da draußen, um irgendwie saftigen Strafen aus dem Weg zu gehen. Und natürlich auch, wer weiß, wer euch so entgegenkommt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das mal vorab sagen. Auch wichtig ist, diesen Roadtrip hier haben wir jetzt auch nicht kopflos gemacht oder losgelegt. Wir haben uns vorher erkundigt, wir haben ja eine extra, es gibt eine für alle Unwissenden, es gibt eine Hotline für diese momentane Krisensituation. Dort könnt ihr anrufen und alle Fragen zu dem zu dem Regelwerk, was erlaubt ist, was nicht, falls ihr euch unsicher seid, könnt ihr, wie gesagt, dort anrufen, könnt ihr fragen und die Leute geben euch Auskunft und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das ist auf jeden Fall vernünftig. Das haben auch wir getan. Haben erst bei der Polizei angerufen. Die haben uns diese Auskunftsnummer gegeben. Und dann haben wir dort angerufen, gefragt, ob wir das, was wir jetzt vorhaben, dürfen. Und die haben das bejaht. Haben natürlich dann nochmal gesagt, was wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Und deshalb sind wir jetzt hier unterwegs. Ganz genau, absolut ehrenhafterweise haben wir uns natürlich erstmal erkundigt, das hast du richtig geil gemacht, während ich noch auf der Malore war. Hier müssen wir noch nicht abfahren. Deswegen Leute, wenn ihr nicht weiter wisst, erkundigt euch. Einfach nicht blind, nicht einfach so rausfahren, das kann wirklich Probleme machen. Jedenfalls, wir sind unterwegs und ich glaube, wir können das mal vorwegnehmen. Zum einen zu meinen Eltern, weil, ich weiß nicht, ich kam irgendwann mal damals auf den Trichter und habe mir so einen Kniebeuge-Rack gekauft. Also ich dachte mir, Alter, ich habe keine Lust fürs Beintraining oder zu der Zeit habe ich viel mehr Kniebeugen gemacht. Dachte mir, Alter, kein Bock für Kniebeugen ins Gym zu fahren. Ich hole mir mal so einen Rack für Kniebeuge. Ja, da kannst du natürlich, wenn du eine Bank runterstellst, auch Bankdrücken und solche Späße machen und eine Olympiastange. So weit bin ich damals jedenfalls gekommen. Das war 2018. Das habe ich mir zum Geburtstag gekauft. Oh, okay. Wer hätte das gedacht, dass wir irgendwann mal zu dem Punkt kommen, wie wir jetzt, wo wir jetzt sind, so. Jedenfalls holen wir das ab und dann fahren wir zu dem guten Alex aus dem Empire. Einige kennen den vielleicht noch, da haben wir das erste höfliche Jungsseminar damals veranstaltet, weil der gute Alex muss natürlich wie viele andere Fitnessstudio-Betreiber seinen Betrieb erstmal stilllegen. Und dort dürfen wir uns was ausleihen. Auch hier natürlich unter Vorkehrungen, spricht der Alex, der wird uns das rausstellen und wir werden das ins Auto einladen, um den Kontakt zu meiden. Sprich, wenn wir dort ankommen, steht das draußen, wir laden es ein. Das heißt, wir treffen den Alex mehr oder weniger leider gar nicht an, sondern holen wirklich nur die Geräte, damit ihr das versteht. Genau, also das ist jetzt auch nicht geil, weil ich fahre zu meinen Eltern und auch dort versuchen wir den Kontakt eigentlich zu meiden. Total weird. Also generell auch total weird. So geiles Wetter draußen, Alter. Ich bin heute zur Arbeit gefahren, Bruder. Ja. Und es ist einfach, die Straßen sind leer. Ghost City, Alter. Darauf klarzukommen und auch schon wie in dem letzten Video, wir sprechen Phrasen, Themen einfach so aus,
die für uns inzwischen irgendwie normal sind, obwohl wir solche Sachen eigentlich nur aus Katastrophenfilmen oder Krisenfilmen kennen. Ja. Und das ist halt wirklich eine Situation, in der wir uns alle befinden, die absolut komisch ist. Die ist wirklich sowas von absurd. So. Ja. Das ist auch so. Eben habe ich gerade, ich war mit Nathalie noch zu Hause und da habe ich so zu ihr gesagt, ja, ich würde dich ja gerne mitnehmen, ne? Selbst wenn es klappt, also es klappt ja platztechnisch schon nicht. Ich sage, aber selbst wenn wir Platz hätten, wir dürften nicht, weil das sonst straffällig wäre. Dann wären wir schon zu dritt, richtig. Ja, das ist so krass, dass wenn man zu dritt sich draußen bewegt, man einfach schon eine Straftat begeht. Genau. Heute, also, zum momentanen Zeitpunkt. Also auch hier müssen wir mal eines vorwegnehmen, bevor jetzt irgendwas falsch ankommt. So. Wir beide waren ja jetzt auch die letzten Tage, Wochen immer Seite an Seite. Klar, irgendwo laufen wir in Gefahr, Risiko, weil ich auf Arbeit, ich arbeite weiterhin, du arbeitest weiterhin. Klar haben wir Kontakt mit anderen Menschen, aber die Menschen, mit denen wir Kontakt haben, den hatten wir auch vorher immer Kontakt. Klar, die haben auch nochmal Kontakt mit anderen. Aber gut, wir müssen arbeiten. Wir können nicht einfach so zu Hause bleiben. Ne? Sonst wären wir natürlich total safe. Das ganze Wochenende nur zu Hause. Genau, auch hier, wir waren beide zu Hause. Wir haben uns jetzt auch seit, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Mittwoch. Oder Mittwoch das letzte Mal gesehen. Total so dieses Gefühl. Das gibt's so bei uns eigentlich. Das ist nicht so krass irgendwie. Deswegen habe ich mich hart gefreut, dass wir das jetzt machen. Ja. Jedenfalls, wir fahren los. Wir nehmen euch natürlich mit, so ein bisschen. Und freuen uns auf diesen Vlog, Alter, weil es ist natürlich auch so, Leute, guck mal, wir sitzen jetzt zu Hause fest, ist natürlich auch schwer, jetzt geilen Content für euch zu bauen, auch wenn wir unser Bestes geben, aber falls ihr irgendwelche Wünsche habt, ihr habt ja schon letztes Mal und das letzte Video ein paar Wünsche geäußert, so haut ruhig alles drunter, so, ne? Ja, ja, als rein damit. Genau, weil dann machen wir für euch alles, wir haben jetzt ein paar geile Ideen. Jetzt haben wir momentan ein wenig Zeit dazu und die Möglichkeit dazu, mehr zu produzieren für euch, weil wir ja hin und zu zweit sind. Yes, ist halt einfach so. Yes, sir, genau. Und deswegen haut raus, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt und wir versuchen das bestmöglich umzusetzen. Gibt bestimmt immer noch ein, zwei Dinge, die nicht gehen, aufgrund des Virus oder andere Sachen, aber wir geben unser Bestes. Ja. Genau, und für all die, die sich sagen, was, ihr wolltet doch eigentlich gar nicht trainieren und euch gar nicht um sowas kümmern, auch das mal vorweggenommen. Zu dem Zeitpunkt sind wir davon ausgegangen, dass diese Krise, nennen wir sie weiterhin mal Krise, um, sage ich mal, safe zu sein in der Formulierung. Generell kann ich auch jedem nur raten, Leute, schreibt öffentlich nicht zu viel herum, auch diese ganzen Verschwörungsgeschichten, bleibt lieber in der Bedeckung, so, weil wer weiß, euch bedeckt. Genau, weil wer weiß, wie sowas geahndet wird. Also kann ich wirklich, das hat jetzt auch gar nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern ihr dürft trotzdem nicht vergessen, wir leben in einem Staat und wir dürfen auch nicht irgendwie gegen den Staat schießen. Also behaltet eure Meinung, was das angeht, meiner Meinung nach besser für euch oder vielleicht in einer Gruppierung oder innerhalb der Familie oder innerhalb des Haushalts. Aber zum Thema Gym zurück. Ich glaube, wir sind uns beide sicher, Bruder, dass wir safe in den nächsten 2 bis 4, 6 Wochen safe keinen Gym sehen werden. Nee. Also ich bin safe der Überzeugung, das wird noch länger dauern. Und natürlich ist das natürlich jetzt nochmal ein anderer Case, weil wir sind jetzt nicht in diesem Urlaubsszenario, wo man sich sagen kann, oh ja, 2 Wochen ohne Gym, kein Thema, das kriegen wir hin. Sondern wir sind jetzt in einem Szenario, wo wir uns natürlich auch ernsthaft Gedanken machen müssen, weil wir den Sport lieben und natürlich auch den Ausgleich brauchen irgendwo. Wir können ja jetzt nicht wie Homer Simpson zu Hause sitzen den ganzen Tag und fett werden, so. Wollen wir auch gar nicht. Sondern wir müssen jetzt auch mal uns Gedanken machen, wie wir diesen Zustand verbessern können. Ja. Klar, wir natürlich haben jetzt die Möglichkeit, wir kennen Leute, die vielleicht ein Gym haben, die können uns was ausleihen. Wenn ihr solche Möglichkeiten habt, auch hier einmal mehr, einfach mal lieb und nett fragen, das kann helfen. Ansonsten habe ich gesehen, CrossFit-Boxen verleihen sogar Sachen gegen Geld, gegen so eine Leihgebühr, ist auch total relaxed so. Ich würde jetzt keinem empfehlen, da mehrere Hunderte oder 1000 Euro ausgeben für so ein komplettes Home-Gym, außer du hast wirklich, wie zum Beispiel Erdem, Bruder, beste Grüße. Ich glaube, wir feiern beide. Bruder, ich habe ihm eben geschrieben, also vorhin, ich so, hey, alle Leute schlagen sich um Hanteln. Hanteln sind fast begehrter als Klopapier. Und er baut sich einfach das mieste Homegym zu Hause. Genau, krass. Also nicht jeder hat die Möglichkeiten. Jetzt sage ich mal, und Erdem hat natürlich auch noch wettkampftechnisch Ambitionen, Pro zu werden.
sich da so ein eigenes krasses Dungeon dahin zu setzen. Krass. Deswegen, ihr werdet auch unsere Konzeption dann sehen, wenn es fertig ist. Ihr könnt da gespannt sein. Das wird auch für uns was Neues sein, aber natürlich den Umständen angepasst so, ne? Natürlich. Und deswegen, Alter, bleibt dran. Ja. Wir sind gespannt, was sie so sagt. So. Jetzt sind wir erstmal auf dem Weg. Genau, wir melden uns dann. Wenn wir angekommen sind am ersten Punkt. Genau, am ersten Checkpoint. Jawohl, Leute. So, Leute, ich hoffe, man hört uns durch den Mundschutz durch. Ja, wir sind jetzt angekommen. Herzlich willkommen. Wir haben den ersten Checkpoint erreicht. Nicht wundern, das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, weil wir können ja trotzdem Träger sein, falls wir auf meine Eltern stoßen. So. Ja, wir sind jetzt bei deinen Eltern. Genau, sind bei meinen Eltern. Dein Elternhaus. Da vorne ist die geile Zuckerfabrik, kann man zeigen. Also hier sind auch immer die legendären Fotos aus meiner Vergangenheit entstanden. Ja, auch mal ganz aus diesem Feld. Ja, ist ein komisches Gefühl gerade, ne? Ja, für mich wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber für dich. Nee, ich meine auch so, jetzt hier ist es so leer. Ist kein Mensch, keine Menschenseele. Also das ist schon. Oh, wunderschön. Ja, wollen wir mal den Stuff ranholen? Ja, wollen wir mal loslegen. Der erste Nachbar, der hat schon ein bisschen. Der hat Auge gemacht. Da muss man natürlich trotzdem ein bisschen. Da denken sich die Leute auch, was ist hier los? Gucken wir mal, ob wir hinten reinkommen. Ah, hier sehe ich schon den ersten Gummistreifen für unser. Ist das abgeschlossen? Oh, was ist das? Das ist, damit wir uns zurechtschneiden, wenn wir dann Deadlifts machen vom Feinsten, dass wir nicht den guten alten Beton kaputt machen. Das sieht gut aus. Also, wie ihr seht, Leute, the hustle never sleeps. Wahre Liebe zum Sport. Wir sind jetzt bei meinen Eltern angekommen. Schritt Nummer 1, die Olympia-Hantel. Und das Rack. Und das Rack ist am Start. Hier ist nochmal Standbild. 3, 2, 1, das reicht für einen Screenshot. Get it. So, Leute, langsam wird es dunkel, deshalb hier mit Licht im Auto. Ich hoffe, ihr seht uns trotzdem gut. Wir waren jetzt gerade bei Phil seinen Eltern, haben das Rack geholt, haben die Olympiastange geholt, ein bisschen Gummi zum Unterlegen. Und jetzt geht's weiter nach Bad Salzuflen zu dem lieben Alex ins Empire. Und dort finden wir dann die restlichen Equipment-Sachen, die uns zur Verfügung gestellt werden, auf, und ja, dann geht's weiter. Also, bis gleich. So, Leute. Ja, Leute, wir sind am Ort des Geschehens. Ihr seht es vielleicht, das Gym, das ist komplett leer. Das ist mein altes Home-Gym. Der Alex hat uns das freundlicherweise aufgeschlossen, ist gerade nicht da, sondern hat uns wirklich gesagt, wie wir hier reinkommen können, um unser Home-Gym, sag ich mal, vom Equipment her ein bisschen aufzustecken. Alex, an dieser Stelle von Herzen großen Dank. Wirklich großen Dank. Wir sehen ja die Leute, die sind da am Bezahlen und am Kaufen und dies und das. Gott sei Dank haben wir diese Möglichkeiten. Wir zeigen auch gleich noch ein bisschen was vom Gym. Wichtig ist an der Stelle, es gibt gleich noch eine kleine Botschaft von Alex auch. Wir nehmen das aber so ein bisschen vorweg. Leute, klar, jetzt könnte jeder sagen, ey, ich zahle für nichts, wo ich nicht hingehe. Aber jeder kennt ja dieses geile Bäcker-Video so. Support your local und your home gym. Man muss natürlich wirklich sagen, das ist hier nicht eine Kette. Der Alex, der hat Angestellte. Jeder ist hier, sag ich mal, per Du. Das ist eine krasse Community hier auch. Hier treffen sich die Leute auch, um tagtäglich abzuhängen, ja. ihr Leben zu besprechen. Und glaubt mal, die 20, 30 Euro im Monat, klar, dem einen tun sie weh, aber vergesst nicht, auch diese Phase ist irgendwann mal vorbei und ihr wollt doch wieder mal irgendwann in euer Homegym zurückkommen und nicht vor geschlossener Tür da stehen, nur weil ihr vielleicht mal 20 Euro nicht jetzt aufbringen wolltet. Wer weiß, vielleicht ist das in 2, 3 Wochen alles vorbei und denkt darüber nach. Ne? Wäre einfach zu schade, wenn dann aus diesen Gründen das Gym schließen muss, weil das Geld einfach gefehlt hat. Richtig. Weil ihr irgendwo das einbehalten habt. Und ich glaube, es wird einfach nicht wehtun. Deswegen. Genau. Wir zeigen euch jetzt auch noch so ein paar Sachen. Der Alex hat in den letzten Monaten auch immer ein bisschen aufgestackt. Ja. Zeig mal diese geile Wand, Alter, mit Derek. Da ist noch der Roman. Dann machen wir so ein bisschen 360, dass die Leute sehen.
Und ja, ehrenhaft, absolut ehrenhaft für mich. Da ist noch der Roman da hinten. So, hier. Der Bereich ist dunkel, da könnt ihr leider nichts sehen. Aber hier. Ihr seht auch, der Betrieb ist eingestellt hier, traurigerweise. Wir sind hier alone. Uff. Dann würde ich sagen, wir laden noch ein bisschen was ein und ihr seht gleich den Alex. Ja, wir fügen gleich Alex seine Botschaft hier ein und dann sehen wir uns danach wieder. So, Freunde, weitestgehend alles drin. Das wird geil. Wenn ich euch mal sagen darf, so ein Fitnessstudio ist schon schwer. Liebe Mitglieder des Empire Fitness, ich muss euch nicht viel erzählen. Ihr wisst, wie diese aktuelle Situation ist. Die Bundesregierung hat für die Eindämmung des Coronavirus weitere Maßnahmen beschlossen. Davon sind jetzt auch Fitnessstudios betroffen und davon auch das Empire Fitness, euer Home Gym. Ja, wir dürfen seit letzten Dienstag, dem 17.03. nicht mehr offen haben, voraussichtlich bis zum 19.04., wenn das nicht nochmal verlängert werden sollte. Wir erstatten natürlich jeden Beitrag, der jetzt abgebucht wird und hängen ihn hinten an die Mitgliedschaft dran. Wir informieren euch, wie lange tatsächlich das Fitnessstudio geschlossen haben soll. Folgt uns auf Instagram, um die aktuelle Situation zu verfolgen, und schreibt uns auch gegebenenfalls, falls ihr einen Trainingsplan für zu Hause braucht. Wir wollen weiterhin auch als Trainer und Coaches aktiv bleiben, damit ihr auch in der Fitnesscenter freien Zeit auf euer Training kommt. Wir freuen uns ungemein über die Mitglieder, die schon ihren Beitrag zugesichert haben. Das stärkt uns natürlich und hält uns in dieser schwierigen Zeit den Rücken frei. Wir sind froh, so welche treuen und loyalen Stammmitglieder zu haben. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Schreibt mir, Kevin, Lisa, Caro und den anderen Trainern und fragt nach dem Trainingsplan. Und wenn ihr jegliche Fragen habt, wie zu euren Verträgen oder ähnliches, lasst es uns wissen. Ja, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis dann, ciao, ciao. So Leute, auch hier sind wir jetzt fertig. Meinst du, das Licht sieht man uns besser? Richtig für Handylicht. Ja, auch hier sind wir jetzt fertig im Empire in Bad Salzuflen. Yes. Nochmal danke an den Alex. Das Auto hinten ist, ja, man sieht es nicht richtig, aber es ist auf jeden Fall voll. So voll, dass der Kofferraum sogar wieder aufgegangen ist. Ist der gerade aufgegangen? Ja, oder ich habe irgendwie eine falsche Taste gedrückt, yeah. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall richtig, richtig geil. Wir sind überglücklich, dass jetzt alles so geklappt hat. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Kassel und ja, Leute. Yes, sir, back home. Ihr habt das Video von Alex gesehen. Alex, hier nochmal dicke Props, Alter. Und wir zeigen euch nachher, wenn wir ankommen, ein bisschen, was wir geholt haben. Genau. Bleibt dran, Alter. Let's get it, motherfuckers. Dogs, what up? Geschafft. Knapp 4 Stunden später. Jo. Sind wir wieder zurück. In Kassel. Haben auf jeden Fall ein paar Kilos durch die Gegend geschleppt und ein paar Kilometer auch gemacht. So ein Gym ist halt scheiße schwer. Uff. Leute, ihr werdet in den nächsten Videos sehen, wie man... Wie die Dogs sich weiterhelfen in der Corona-Krise. Mit wirtschaftlichem Handeln, nämlich, wie du immer so schön sagst, mit dem minimalsten Aufwand oder mit dem kleinsten Input den größten Output rauszubekommen. Genau. Ihr werdet sehen, das wird nice. Ich bin auch davon, wir sind felsenfest davon überzeugt. Wir haben so geile Ideen. Das wird euch hart gefallen. Ja. Noch ist nicht viel und noch nicht vorzeigbar. Das wird sich aber im Nu ändern. Was bleibt zu sagen?
sieht man eine kleine Olympia, da sieht man ein paar Kilos. Sieht man schon ein paar Kilos. Hey Leute, was gibt's zu sagen? Ich muss sagen, ohne jetzt zu emotional zu werden, so, erst einmal danke fürs Einschalten bis hierhin. Ansonsten mal ein paar. Ich muss sagen, das war bisher, glaube ich, das traurigste Aufeinandertreffen, was ich so empfunden habe. Leute, es ist wirklich krass, wenn man nicht gerade mit seinen Eltern in unmittelbarer Nähe wohnt oder nicht im selben Haushalt, aufgrund von, weil wir trotzdem nicht wissen, auch wenn jetzt viele sagen, ja, aber wir überleben das und hin und her. Trotzdem, unsere Eltern sind in der Risikogruppe, was das Alter angeht. Trotzdem wissen wir nicht, weil keiner von uns kann sagen, ich habe noch nie mit jemandem zusammen gewohnt oder erlebt aktiv, der an Corona infiziert ist oder war. Demnach sind wir einfach vorsichtig und ich glaube, wir sind auch wirklich in Interesse aller, bleibt vorsichtig, seid vorsichtig. Definitiv. Weil das Problem ist, wie hat es mein Vater gesagt, ja, auch wenn wir positiv eingestellt sind und denken, ja, uns kann das nichts. Ich glaube, niemand von uns beiden und niemand von euch da draußen würde sich jemals verzeihen, wenn dann wirklich was passieren würde. So. Und so viel zum Thema Input und Output. Deswegen, das war krass, seine Eltern zu sehen auf Distanz, weil trotzdem, du weißt, meine Eltern und auch deine, die wohnen trotzdem ein paar Kilometer von uns entfernt. Die haben trotzdem, sag ich mal, in ihrem sozialen Umfeld oder auf der Arbeit andere Menschen, mit denen die, sag ich mal, zu tun haben. Das sind komplett verschiedene Kreisläufe und da will man natürlich da nicht irgendwie von extern reinmischen oder reinhauen. Deswegen mal ein paar. Ich liebe euch. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal hoffentlich in naher Zukunft wieder alle zusammensitzen, feiern, trinken, gut essen, das Leben genießen. Ja, bei mir ist das nicht anders. Ich habe meine Eltern jetzt auch schon 2 Wochen nicht gesehen. Wir FaceTime jeden Abend, damit wir alle wissen, dass es uns gut geht, damit wir wissen, damit wir uns sehen, damit wir uns ein bisschen nahe fühlen. Aber ihr wisst selber, das ist nicht dasselbe. Und wir haben jetzt auch schon Treffen abgesagt. Wir wollten uns am Wochenende eigentlich sehen. Haben wir aus Vorsichtsmaßnahmen abgesagt. Eben auch, weil meine Eltern zu der Gefahrengruppe gehören, die schon vorbelastet sind, vorerkrankt sind. Ja, deswegen striktes Distanz halten. Ich hoffe, dass das auch irgendwann einfach vorbei ist und man wieder sorglos Zeit verbringen kann. Deswegen, das war heute auch ganz, ganz komisch, da in das Studio zu kommen bei dem Alex. Das war einfach offen für uns. Na klar, das war getimed, das war alles abgesprochen, aber auch dort einfach alleine rumzugeistern, war ganz, ganz komisch, weil man ja eigentlich das herzliche Gefühl und dieses Willkommengefühl ja, zu schätzen weiß. Aber auch das, wie gesagt, sehr, sehr komisch. Es sind einfach so harte Zeiten, das muss man sich halt einfach mal vor Augen führen. Das sind Ausnahmezustände. Ja, das Krasse ist einfach wirklich, dass man sonst diese ganzen Lokalitäten, Orte, die wir jetzt auch besucht haben, inklusive des Studios, sonst immer im Zusammenhang mit Spaß. Warte, jetzt muss ich mal kurz für Licht sorgen. Warte. Wichtig ist natürlich, ne, nimmt ja weiter auf. Uff. Wichtig ist, dass beim Thema Spaß das Licht ausgegangen ist. Das lassen wir auch safe drauf, Kenny. Nein, was wir sagen wollten ist, dass man sonst diese ganzen Lokalitäten voller toller Emotionen in Verbindung setzt. Und heute ist es einfach irgendwo so, naja, traurig oder melancholisch. Deswegen hoffen wir, dass wir irgendwann mal uns dieses Video angucken können und auf diese Zeit zurückblicken können. Ja. Mit dem schönen Glas Bier. Bier, Cognac, Wodka, sonst irgendwas feierlich. Schreibt gerne drunter, was ihr gerne trinkt. Nein, Spaß beiseite, es soll halt ernst bleiben. Ich glaube, für euch ist auch mal interessant, die Dogs mal zu erleben. Wir können auch anders. Wir sind keine Schauspieler. Wie mein Vater immer sagt, das Leben ist dafür da, um es zu leben und nicht um zu spielen. So. Das war definitiv heute traurig. Heute war emotional. Aber wir schauen nach vorne und sind zuversichtlich. Und wir machen das Beste draus. Auch definitiv. Hier unser Tipp ganz klar. Nehmt, wie beim Fußball, den Ball, wie er kommt. Absolut. Und versucht das Beste daraus zu machen.
Und ja, Bruder, was soll ich sagen? Ich bin mit meinem Latein für heute am Ende. Ja, ich bin auch am Ende. Ich will vor allen Dingen auch nach Hause und möchte gut essen. War nämlich ein sehr anstrengender Tag jetzt nach der Arbeit und nach dieser Arbeit auch nochmal. Ja. Also wie ihr seht, die Dogs, die stehen nicht still, die machen immer weiter. Immer weiter. Und Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr euch das Video gefallen hat. Genau, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um immer up to date zu sein, weil jetzt wird, wenn alles nach Plan läuft, ganz, ganz, ganz viel Content kommen für euch, für eure Corona-Zeit. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass ihr abonniert und die Glocke aktiviert. Ja, die Dogs melden sich ab für heute und wir sehen uns im nächsten Video. Ach so, und übrigens, ja, in einem anderen Video seht ihr natürlich dann, was hier alles heute fabriziert worden ist. Yes, sir. Deswegen bleibt dran, das wird richtig, richtig spannend. Das wird richtig, richtig geil. Genau. Und jetzt, peace out.